Okay, wir haben es bereits im Unterricht angesprochen. Wir wollen eine Geländeeinteilung von unserem Drückjagdbock aus Sicherheitsaspekten und aus schießtechnischen Aspekten machen. Um aus sicherheitstechnischen Aspekten eine Einteilung treffen zu können, muss ich zunächst festlegen, wo ich auf keinen Fall hinschießen will, beziehungsweise wie weit ich auf keinen Fall hinschießen möchte. Wenn man sich das betrachtet, wir haben hier überwiegend Laubbäume, relativ dicht. Es ist eine äußerst kurze Schussdistanz lediglich möglich. Wir gucken ins Gelände. Im nächsten Schritt, wenn wir uns einen Überblick verschafft haben, schauen wir, wie kommen wir auf die 10 Grad. Ich habe es bereits angesprochen, wir halten die Hand von uns weg, gucken über den Rücken der Hand und alles, was sich darunter befindet, das sind die 10 Grad. Und so schaue ich mir das Gelände an. Jetzt weiß ich ungefähr, wie weit ich von diesem Drückjagdbock aus schießen kann. In dem nächsten Schritt werde ich das Ganze nochmal mit meinem Wärmebildgerät mir anschauen, weil dort auch ein Winkelmesser drin ist. Es gibt auch natürlich Laserentfernungsmesser in Tageslichtoptiken, die Winkel nehmen können. Nun habe ich das Ganze überprüft und weiß, wie weit ich schießen kann. Sprich, rot sind alle Gebiete, die deutlich über die 10-Grad-Grenze hinausgehen und deutlich nicht mehr den Schussentfernungen entsprechen, auf die ich schießen kann. Jagdübliche Distanzen auf der Drückjagd sind ca. 50 Meter. Allein durch den Bewuchs wird es hier relativ schwer, auf 50 Meter zu schießen. Und auch der Drückjagdbock selbst ist vielleicht 1,20 Meter hoch. Jetzt noch die Größe des Schützen dazu. Sind wir bei 2 Meter, können wir circa 15 bis 20 Meter weit schießen, um die 10 Grad einzuhalten. Darüber hinaus können wir natürlich auch noch schießen, müssen aber stark auf den Bewuchs achten. Somit treffen wir eine rote Zone. Alles, was oberhalb des Bewuchses ist, dort möchte ich nicht hinschießen, ich möchte keine Abpraller provozieren und es gibt Strecken, die ich nicht einsehen kann, dort schieße ich logischerweise nicht hin. Wir haben hier eine grundsätzliche 320 Grad Situation, wir können uns relativ weit um den Baum drumherum drehen, vom Jagdherrn selbst keine Einschränkungen, auch die Nachbarn jenseits der Kuppen links und rechts von mir. Aber ich definiere mir dennoch Ansprech- und Reaktionsbereiche links und rechts von mir, weil ich weiß, wo die Wechsel sind und dementsprechend das Wild erwarte. Ansprech- und Reaktionsbereich ist dann die Zeit, die ich benötige, um meine Waffe aufzunehmen, in Anschlag zu gehen, mich dorthin zu drehen, wohin ich schießen möchte, um das Wild zu verfolgen. Und dann in einem zuvor gezeigten grünen Bereich zu schießen. Und diesen blenden wir euch jetzt hier ein. Der geht circa 20 bis 30 Meter vor unserem Drückjagdbock weg, unter Berücksichtigung des Kugelfangs etc. Wenn wir das Gelände unter sicherheitstechnischen Aspekten für uns eingeteilt haben, gehen wir dazu über, uns das Ganze aus schießtechnischer Sicht anzusehen. Dafür ist relevant, welche Entfernung habe ich? Wo sind markante Punkte, die ich mir schnell merken kann und schnell auf die Entfernung Rückschlüsse ziehen kann? Und dann in einem nächsten Schritt machen wir Probeanschläge auf genau die Punkte, die ich mir als geeignet herausgesucht habe. Ich habe die wichtigsten Entfernungen genommen und weiß nun, wie weit ich schießen kann, beziehungsweise wenn ich irgendwo hinschieße, wie weit das weg ist.
Im nächsten Schritt nehme ich die Waffe und mache Probeanschläge. Habe ich bei den Probeanschlägen festgestellt, es passt etwas nicht. Zum Beispiel das Beinopack, was unangenehm ist, korrigiere ich das Ganze nochmal, lege es zur Seite und mache erneut meine Probeanschläge. Habt ihr das alles durchgeführt, habt ihr unter Sicherheitsaspekten sowie schießtechnischen Aspekten euren Stand vermessen und beurteilt. Wie weit kann ich sicher schießen und kann ich es auch tatsächlich umsetzen?